Kommen wir zu Donald Trump, der wieder Schlagzeilen macht, fast kein Tag ja ohne ihn. Nun hat er ein Interview gegeben, das ziemlich hohe Wellen schlägt. Darin spricht er unter anderem über das Visum von Prinz Harry, der ja in Kalifornien lebt, und auch seinen Standpunkt zur NATO. Der war ja eigentlich immer ziemlich standfest und knallhart, aber offenbar doch ein bisschen weicher, als Trump das bisher immer prognostiziert hat. NATO, ja, nein, vielleicht. Beim eigenen Standpunkt kann sich selbst ein ehemaliges Staatsoberhaupt schon mal unsicher sein. Vor ein paar Wochen noch droht Ex-Präsident Donald Trump den NATO-Staaten damit, sie im Beistandsfall auflaufen zu lassen, löst eine gewaltige Aufrüstungsdebatte aus. Im Interview mit Brexit-Partei-Mitgründer und GB-News-Moderator Nigel Farage gibt er sich jetzt kompromissbereit. Die Vereinigten Staaten sollten einen fairen Anteil zahlen und nicht die Anteile der anderen. Ich glaube, die USA haben 90% der NATO-Kosten gezahlt, vielleicht sogar 100%. Wenn sie fair sind, ist Amerika fair? Ja, 100%. Klar, eine maßlose Übertreibung in gewohnter Manier. Denn in seiner Amtszeit konnte Trump die US-Kosten schon ordentlich drücken. Und nicht zu vergessen, die USA sind der einzige Bündnispartner, der in mehr als 70 Jahren NATO die Beistandspflicht brauchte. Noch einer wird von Trump schon jetzt angezählt, Prinz Harry. Er soll mutmaßlich in seinem Visumsantrag gelogen haben, konkret über seinen Drogenkonsum. Wenn er gelogen hat, muss man angemessene Konsequenzen ziehen. Angemessene Konsequenzen, dass er nicht in den USA bleiben darf, das musst du mir sagen. Auch beim Dauerbrenner-Thema Migration will Trump härter durchgreifen als je zuvor. Er will im großen Stil abschieben. Schließlich seien Millionen Migranten Drogendealer und Mörder eine Fantasiezahl, denn in den USA gibt es insgesamt nur rund 1 Million Häftlinge.